Ja, wunderschönen guten Tag. Was haben Sie denn hier gerade gemacht? Er hat ein bisschen Gras geraucht, sagt er. Und das ist an den Straßenbahnhaltestellen hier vor dem Hauptbahnhof verboten. Die Personalien des Mannes nimmt eine Streife auf, die es in dieser Form erst seit Juni gibt. Sie besteht aus je einer Person von Landespolizei, Bundespolizei, Ordnungsamt und Bahnsicherheitsdienst. Für die Strafverfolgung oder die Gefahrenabwehr treten dann die jeweiligen Polizeien ein. Und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten würde man dann eher den Ordnungsdienst einsetzen. Und DB-Sicherheit geht dann die allgemeine Problematik im Bahnhofsgebäude noch mit an. Die gemischten Teams sind ausschließlich tagsüber und nicht an Wochenenden aktiv. Die Verantwortlichen erhoffen sich trotzdem mehr Effektivität von der neuen Organisationsform. Ja, also es ist ja so, dass die Bundespolizei zum Beispiel im Bahnhof zuständig ist und auch auf den Bahnanlagen. Aber sobald es auf den Bahnhofsvorplatz geht, ist halt die Landespolizei zuständig. Und wenn man dann zusammen Streife läuft, stellt sich dann die Frage gar nicht, wer ist jetzt hier zuständig, wer macht das, sondern man ist zusammen unterwegs und kann zusammen Maßnahmen treffen. Die sichtbare Präsenz soll für ein höheres Sicherheitsgefühl bei den Nutzerinnen und Nutzern des Hauptbahnhofs sorgen. Was allerdings nicht für Nutzer gilt, die gegen die Regeln verstoßen, wie etwa der Kiffer an der Haltestelle. Dann gehen Sie damit lieber irgendwo in einen Park, machen sich da ein paar schöne Stunden, aber nicht hier am Bahnhofsbereich, ne? Die gemischten Teams sollen flexibler auf die Probleme am Hauptbahnhof reagieren können. Laut Polizei ist es aber noch zu früh für eine Bilanz der Arbeit.